Hallo Valeska. Hi, guten Tag. Wie geht es dir heute? Ehrlich gesagt, richtig gut. Was ist QVC für dich? Boah, QVC. Auf der einen Seite mein Arbeitgeber, mein Job, aber auch ein Stück weit Familie und Freunde. Deine größte On-Air-Panne? Also ein Versprecher, ein richtig dicker, fetter Versprecher, an den ich mich erinnere. Und ansonsten, es ist echt schon lange nichts mehr so richtig in die Binsen gegangen. Es sind, glaube ich, eher die Kleinigkeiten, die schon mal schief laufen. Oder ein Lachflash, sowas kann passieren. Was sind deine liebsten Fotomotive? Meine Kinder. Definitiv meine Kinder durch und durch. Womit hast du zum ersten Mal Geld verdient? Ha, da habe ich als Kantinenaushilfskraft gearbeitet, nachdem ich aus den USA zurückgekommen bin und habe in den Sommerferien mir Taschengeld dazu verdient. Wofür gibst du zu viel Geld aus? Schuhe. Und Kinderkleidung. Also definitiv Kinderkleidung. Da bin ich auch ganz anfällig für. Dein bisher größtes Abenteuer? Das tatsächlich Campingurlaub in diesem Jahr in den Sommerferien, weil unser klassischer Sommerurlaub Corona-bedingt ins Wasser gefallen ist. Das war abenteuerlich und am Ende eigentlich viel, viel cooler und entspannter, als ich mir das vorgestellt habe. Was hast du bei QVC kennen und lieben gelernt? Vor allem die Kollegen. Also auch besser kennengelernt und lieben gelernt. Und ich hätte nicht so ansatzweise so viel Freude, jeden Tag hierher zu kommen, auch zu sehr ungewöhnlichen Uhrzeiten hierher zu kommen, wenn die Kollegen nicht so toll wären. Dein schönster Moment in der Frühstückssendung mit Carsten? Jeder. Also spontan gesagt jeder. Diese Frühstückssendung, das ist einfach das Tollste überhaupt. Und wir hätten uns nie ausmalen können, als wir damit gestartet sind, dass das eine solche Eigendynamik bekommt, dass sich das so entwickelt und dass das so ein wichtiger Teil von uns geworden ist. Und ich glaube, das, was ich jetzt am meisten tatsächlich schätze in der Zusammenarbeit, der Carsten und ich, wir verstehen uns mittlerweile ohne Worte. Und manchmal reicht der eine Blick, das eine Zwinkern aus, auch nur so ein kleines, ja, Mundwinkelchen, was sich nach oben zieht, und wir wissen genau, was der andere denkt. Wuppertal oder Minden? Beides. Minden, meine Heimat, meine Wurzeln, und Wuppertal als Stadt, was viele erstmal ungewöhnlich finden, wenn man von Düsseldorf aus rübergezogen ist, hat so schöne Ecken, so viel zu bieten und heißt für mich jetzt meine aktuelle Familie. Was bedeutet für dich Glück? Ach, Glück sind die kleinen Dinge des Lebens. Glück ist nicht dieses, ich will immer glücklich sein. Ich bin so, für mich heißt es erstmal, zufrieden zu sein. Mit sich, mit seinem Leben, zufrieden zu sein. Und Glück, das sind so diese einzelnen kleinen Spitzen nach oben. Wenn man das dann auch noch als solches wahrnehmen kann, das ist das Schönste überhaupt. Sammelst du etwas? Schuhe? Wie schaffst du es, so früh aufzustehen und trotzdem fit zu sein? Mit Disziplin. Abends früh ins Bett gehen, das mache ich tatsächlich mit einem tollen Ritual mit meinen Kindern zusammen, und dann wirklich früh ins Bett zu gehen. Was mir schon mal passiert ist, dass ich dann noch abends ein bisschen lese auf meinem Handy, dann in der App, und wenn das Buch dann sehr spannend ist oder gerade besonders emotional wird, dass ich es nicht schaffe, es diszipliniert früh genug wieder zur Seite zu legen. Aber ansonsten wirklich mit viel Disziplin sich den Schlaf holen, den der Körper braucht, und dann ist es auch gar nicht so dramatisch, um kurz nach 4 morgens wieder aufzustehen. Was für ein tolles Ritual ist das? Also wir haben ein Ritual, mit dem wir ins Bett gehen und vorher einfach uns nochmal zusammenhocken und den Tag Revue passieren lassen, und zwar nur die schönen Dinge. Wir nennen das dankbar sein und einfach nochmal so zu sagen, wofür bin ich dankbar, was ist heute passiert, wofür ich dankbar sein kann und wofür ich dankbar bin. Da kommen die tollsten Geschichten bei raus, gerade auch bei den Kindern. Dann erfahre ich immer noch mal so, was haben die im Laufe des Tages erlebt, was beschäftigt sie da gerade. Und da sind teilweise ganz, ganz wonnige Sachen, aber auch sehr überraschende Dinge mit dabei. Meine Tochter hat zum Beispiel mal gesagt, Mama, ich bin dankbar dafür, dass wir eine Tür haben. Warum haben wir noch mal eine Tür, Mama? So, und dann reden wir über solche Dinge. Warum haben wir eigentlich eine Tür zu Hause? Wenn du ein Tier wärst, welches wäre das? Ich wäre ein Känguru. Nichts im Beutel haben, aber große Sprünge machen. Valeska, lieben Dank. Danke dir. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video ein bisschen Freude bereitet hat, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr Lust habt, euch noch andere Videos anzuschauen, dann guckt doch mal bei uns im YouTube-Channel vorbei. Da haben wir aus den unterschiedlichsten Themenbereichen auch noch mehr Videos für euch, aber auch noch natürlich mehr Sequenzen aus der Rubrik Nachgefragt.